Semi Keskin weiß, dass Victoria Berlin perspektivisch auf die Ausbildung junger Kader setzt. Die Rückkehr in die dritte Liga ist höchstens mittelfristig das Ziel. Es ist das Duell des Tabellenelfen Victoria gegen den 12. Berliner AK. Nur 2 Punkte dahinter. Victoria mit Moritz Seifert hatte beim letzten Victoria-Sieg in Luckenwalde getroffen. Danach allerdings gab es 2 Niederlagen. Auch der BRK in einer schlechten Phase. Zuletzt 4 Niederlagen bei 1:17 Toren. Volkan Uluc erwartet eine Reaktion seiner Mannschaft. Patrick Susek zeigt sie! Gegen Maximilian Kinzig. Susek, der ehemalige Drittligaspieler aus Ingolstadt, scheitert an Kinzig. Der ist erst 19 Jahre alt, einer der Spieler, die der Verein entwickeln will. Freistoß Günay. In solchen Momenten immer mit vorn Innenverteidiger Tobias Gunte. Zwei Kopfballtore hat er schon erzielt. Hier fehlten Zentimeter. Der BRK wieder mit Susek, wieder sehr auffällig. Gegen Günay, gegen Kinzig. Schiedsrichter Max Bringmann pfeift Elfmeter. Im Team von Volkan Uluc ist das eine Aufgabe für den besten Torschützen und das ist Patrick Susek. 8 Tore schon. Diesmal tritt er an gegen Kinzig, der den Elfmeter nicht wegdiskutieren kann. Zuletzt allerdings hatte Susek gegen Meuselwitz erst im Nachschuss getroffen. Diesmal sofort. Es läuft für den gebürtigen Ingolstädter unter Volkan Uluc. Schon sein 5. Tor unter dem neuen Trainer. Und weiter der Berliner AK, Janis Lang, unbedrängt im Mittelfeld auf Joel Richter. Und dem gelingt das! Ein Traumtor von Joel Richter. Richter, Sohn des vor 2 Monaten verstorbenen Chemnitzer Fußballidols Hans Richter. Joel Richter mit so viel Ballgefühl. Kinzig fliegt wieder vergeben. Der BRK zeigt die geforderte Reaktion. Victoria droht die 3. Niederlage in Folge. Keskin reagiert, bringt zur Pause Kütsch und Mai. 71. Minute, Enes Kütsch beim Freistoß. Rogero köpft ab. Phil Harris gegen Yamada und Rogero. Stark, wie Harris sich durchsetzt. Stark, wie er flankt. Stark, wie Gunte köpft. Sein 3. Saisontor, alle mit dem Kopf. Er war noch vorn wegen des Freistoßes von Kütsch. Eine neue Hoffnung bei Keskin, die 3. Heimniederlage in Folge doch noch abzuwenden. Doch in der 85. Minute noch einmal Pressing des BAK. Toglu stolpert und verliert den Ball. Der eingewechselte Dursun steckt durch auf Joel Richter. Toglu blockt nochmal. Aber Richter lässt nicht locker. 1:3. Joel Richter, erster Doppelpack in dieser Saison. Erst ein Traumtor, jetzt ein Tor des Willens. Eigentlich schon abgeblockt, dann aber doch noch mit seinem 5. Saisontor. Gleichbedeutend mit dem 3:1 Auswärtssieg. Für Volkan Uluc der 4. Dreier im 10. Spiel. Der Berliner AK zieht in der Tabelle an Victoria vorbei.